Hallo, ich wollte euch heute mal meine MAC-Lippenstifte zeigen, die ich besitze. Ich bewahre die in solch einem Glas auf und ich habe insgesamt 10 Stück. Habt ihr auch eben für euch geswatcht und ja, ich stelle die euch jetzt mal vor. Ich greife einfach rein, das ist keine Reihenfolge. Ich habe jetzt zu dem allerneuesten gegriffen, den habe ich heute erst bekommen. Und zwar ist das der Watch Me Simmer aus der MAC Shop Cook LE. Und das war ja dieser sehr gehypte Korallton. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Und ich glaube, für den Sommer finde ich den, finde ich den toll. Dann den nächsten. Das ist Offshot. Das hier war ein Amplified Finish und das hier ist ein Cream Sheen Offshot. Das war aus der Make Me Over LE. Ja, und das ist halt so ein braun mit so einem Aubergine-Einschlag, würde ich sagen. Sehr schön für Herbst und Winter auf jeden Fall. Dann habe ich ein Nude, A Perfect Day, das ist auch ein Amplified, der sieht so aus. Den habe ich heute auch übrigens drauf. Das war der aus der Naturally LE. Dann haben wir keinen LE Lippenstift, das ist Creme de la Femme. Das ist ein Frost Finish und das ist so ein, ja, ganz schwer zu beschreiben, so ein Rosa mit lila Schimmer und halt frostig auf jeden Fall. Dann Twig, das ist auch kein LE Lippenstift, den mag ich sehr, sehr gern, habe ich in meinem Schminke-Weg-Tag gezeigt. Das ist ein Satin-Finish und ja, ich finde den einfach, den kann man immer tragen. Der ist sehr, sehr hübsch. Dann, auch kein LE, ist Vegas Volt. Das ist ein Amplified. Das ist so ein ganz tolles Korallorange. Finde ich auch sehr schön für Frühling und Sommer. Dann Chatterbox, das war mein allererster Lippenstift, auch kein LE, auch ein Amplified, das ist so ein ganz schönes, knalliges Rosa. Dann Partyline, der sieht so aus, das ist so ein ganz dunkles Rot. Braun, ja, auf jeden Fall sehr dunkel und sehr schön. Das ist ein Cream Sheen. Dann Sweet Sunrise, das ist auch ein Nude aus der Naturally LE. Das ist so ein ganz, ganz helles Nude. Das ist ein Lustre Finish. Und der letzte, den ich habe, ist Hot Gossip aus der Glitter & Ice LE. Ja, das ist auch so ein ganz schönes Rosa. Also so ähnelt der ziemlich dem Creme de la Femme. Aber im Finish sind die einfach total verschieden. Also der glänzt und der andere ist halt frostig. Und ja, kann man auf jeden Fall nicht vergleichen, die beiden. Das waren meine Lippenstifte von MAC und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!